Zusammen, danke fürs Warten. Los geht's. Es ist wieder Vorwärtsgehen am Montag aus Riwenika in Polen. Es ist wunderbar, hier zu sein mit meinen Gastgebern Pastor Wojtek und Ola hier in Polen in der Vineyard-Gemeinde. Und ich freue mich so, dass ihr heute mit dabei seid. Ich möchte euch heute mitteilen, wie wichtig Klarheit ist. Klarheit ist so wichtig. Wir müssen rauskommen aus allem, das verschwommen oder verwirrend ist. Etwas, das so unklar ist, dass wir nie stabil stehen können, weil wir keine Klarheit haben. Ich glaube also, die größte Quelle für Klarheit ist, es dem Kreuz zu erlauben, Dinge in dir wegzuschneiden, bis zu dem Punkt, an dem Gott sicherstellen kann, dass jede Verwirrung aufgelöst wird. Das mag jetzt vielleicht etwas verwirrend klingen. Du denkst vielleicht, das klingt nicht klar für mich. Ja, ich weiß, ich habe da die Sonne hell im Hintergrund durch das große Fenster, wovor ich sitze. Also, ich möchte dich ermutigen, wenn du heute mit Gott vorwärts gehst. Ich will, dass du weißt, es gibt Klarheit, wenn das Kreuz funktioniert und wirksam in dir ist. Es ist größtenteils unsere Bereitschaft, die wir brauchen. Wir werden jetzt bereit gemacht, wenn wir uns beteiligen mit Gott. Aber da gibt es Dinge, auf denen wir nicht pochen sollten, weil wir es nicht verstehen. Doch klar, du kannst Verständnis erlangen für die Dinge, die du Klarheit brauchst, wenn du dem Kreuz erlaubst, dich zu durchdringen, damit dein Verständnis von Christus eine größere, funktionierende Rolle bekommt in dir. So, die Klarheit würde kommen, wenn wir aufhören würden, uns zu entscheiden, verwirrt zu sein. Einige werden mir nicht zustimmen, aber manchmal entscheiden wir uns, verwirrt zu bleiben, damit wir nicht handeln müssen im Gehorsam und gehorchen müssen. Heute Morgen habe ich im Johannes 15 über Gehorsam gelesen und wie Jesus durch uns wirkt, einfach wie er durch uns etwas bewegen kann. Guten Morgen, schön euch zu sehen. Und wie seine Art des Denkens wirklich praktisch und wirksam in uns wird. Du wirst nichts getrennt von ihm tun können. Es gibt keine Klarheit separat von ihm. Klarheit entsteht, wenn du ihm erlaubst, dich zu durchdringen in einer Art, die du vielleicht noch nie zuvor erlebt hast. Oh, hi Leute, danke für die Herzen. Ihr schaut aus New Mexico, hier aus Polen, Texas, Iowa, aus all diesen tollen Orten. Schön, euch zu sehen. Klarheit ist etwas, wofür du fragen musst. Für Klarheit sagst du, Gott, ich brauche Klarheit. Ich bin bereit, dass du Dinge in mir aufzeigst. Aber jetzt sei bereit, wenn er dir Dinge aufzeigt, denn es braucht auch Gehorsam am anderen Ende. Manchmal, zum Beispiel kürzlich hat mich jemand kontaktiert, sie fragte, Nancy, wer hat dir aus deinem Tief geholfen? Diese Frage hat mich gefreut. Du musst wissen, du musst gewisse Entscheidungen treffen, um Klarheit zu erlangen. Manchmal denken wir, etwas Übernatürliches sollte geschehen, ohne dass wir etwas dazu beitragen müssen und das Alte für etwas Neues eintauschen in unserem alltäglichen Leben. Also das ist wirklich der Schlüssel, um voranzukommen, ist die Frage, sind wir bereit, unseren Willen zu fügen und den Weg zu gehen, den Gott uns zeigt, den er Aufklärung bringt? Oder wird uns etwas klar und wir sagen, oh nein, dazu bin ich nicht bereit. Zum Beispiel, sich von etwas Altem abzuwenden und in das Neue, Klare einzutreten.
Da müssen wir wissen, dass uns Klarheit angeboten wird, wir jedoch wählen, verwirrt zu bleiben, weil wir nicht willens sind zu gehorchen. Ich möchte, dass du dich in die Tiefen der Klarheit bewegen kannst mit ihm. Ich weiß, dass du diese Schritte in ungewohnte Tiefen gehen wirst. Manchmal brauchen wir dafür einfach einige Zeit, um zu entscheiden, ob wir es wirklich wagen. Ich möchte sicherstellen, dass du weißt, es gibt große Tieferkenntnis. Wir müssen nicht durcheinander sein. Tatsächlich sind wir die einzig freien Wesen auf dieser Welt. Doch wenn wir verwirrt bleiben, wenn wir uns weigern, vorwärts zu gehen, wenn wir die Optionen nicht mögen oder zu große Angst haben, wird unsere Freiheit in der Theorie bleiben und nicht erlebbar. Willst du ihn wirklich kennen und mit ihm vorangehen? Das wird die riesige fortlaufende Frage für dich sein, wenn du mit ihm unterwegs bist. Sicherlich ist das einer der Gründe, warum wir Move on Mondays machen. Es ist, weil wir weiter vorankommen wollen. Jeden Montag, wenn ich zu euch komme, bringe ich dir nicht irgendwelche historischen Ermutigungen mit, sondern ich bringe euch erfahrbare, zeitentsprechende Ermutigung, worin man sich erfrischt bewegen darf und Klarheit von Gott erhält und bei ihm bleibt, auch wenn man nicht weiß, dass Gewisses von einem abverlangt wird, nicht wahr? Doch dann hast du diese Momente wunderbarer Entscheidung und er wird dir deine ultimative Motivation sein, um voranzugehen. Darum frage ich dich, bist du bereit, mit ihm Schritte zu wagen und voranzugehen? Willst du ihn tiefer kennenlernen? Nicht nur jetzt deine Situation zu verbessern, sondern ihn zu kennen. Es ist ein Weg, in den wir uns hineinbewegen. Es ist sein Leben, welches durch uns fließt. Es ist seine Bestimmung, deren wir dienen. Wenn wir reife Söhne werden, heißt es nicht, Gott, was hast du in letzter Zeit für mich gemacht? Es ist nicht, Herr, ich will, dass du dies oder das für mich tust. Vielleicht, wenn wir noch Babys sind, würde er so mit uns interagieren. Aber wenn wir immer mehr reifen und ihn näher kennenlernen und er uns erfüllt, wird unser Ruf sein, Herr, was ist dein Wille? Lass uns weitermachen mit dem, was du tun möchtest, Vater, und wonach du dich sehnst. Hör zu, du wirst nicht ausgehungert in einer Ecke liegen. Du wirst ein wohlgenährter Sohn sein, der tief erfüllt ist von ihm und seiner Gegenwart, der so stark genährt ist, dass die Frage in dir wächst, Vater, was ist dein Wille? Danach strebe ich nach deinem Willen. Du hast mich so tief erfüllt, Vater, ich will mit dir vorwärts gehen. Mit dem möchte ich dich heute ermutigen, okay? Nochmals liebe Grüße aus Polen. Es ist etwas nach 14.30 Uhr. Ich bin 7 Stunden vor der zentralen Zeitzone oder welche Zeitzone du dich auch bewegst. Ich bin so froh, dass wir kontinuierlich weitermachen können und dass wir mit ihm vorwärts gehen können. Okay? Ich werde um 16 Uhr auf Instagram sein. Das ist 9 Uhr morgens zentrale Zeit. Ich hoffe, euch da anzutreffen. Also teilt das. Ich schätze jeden, der hier ist und live kommt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich brauche nicht Quantität, sondern qualitative Menschen. So, ich liebe die Reichweite, die wir haben und die Leute, die den Weg mit uns gehen, okay? Ich liebe euch alle. Danke, dass ihr da wart. Und denkt dran, Klarheit wird kommen. Entscheide dich dafür, nicht verwirrt zu sein. Bleib nicht verwirrt, denn das musst du nicht. Bist du bereit, das Kreuz so tief in dich eindringen zu lassen, dass es Dinge aufklärt? Es bringt so viel Klarheit und danach wirst du klare Entscheidungen treffen können und mit ihm vorwärts gehen. Und das ist gut. Das ist so gut, okay? Liebe euch aus Polen. Kowamci. Wir sehen uns. Bye.